Impactastisches Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind zurück auf Griefer Games und mal wieder auf City Build 1, Freunde. Nach Ewigkeiten. Und ja, ihr habt es schon am Titel gesehen, wir wollen wieder ein bisschen einkaufen gehen, Freunde. Ich habe, kann man sagen, grob 100.000 dabei. Ich werde nicht alles ausgeben, Freunde, ich werde ein bisschen kaufen, mal gucken was. Ja. Ich schnack jetzt auch mal nicht lange rum und ja, wir sehen uns dann gleich beim ersten wieder. Und da sind wir auch schon beim ersten, nämlich beim Laulux 33. Der hat hier einen Shop anscheinend im Bau. Ein Shop, wo man sich den Kopf stößt. Was? Achso, das sind... Achso. Das ist so ein kleiner Shop, Freunde. Freunde, das ist jetzt, ja, okay. Danke. Aha. Das ist also der Shop, Freunde. Okay. By the way, Freunde, ihr seht es ja auch, dass CB1 aktuell ziemlich voll ist. Ich weiß zwar nicht, warum. Das heißt, mehr hast du nicht. Also, es ist heute eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man gescannt wird, Freunde. Also, mal gucken. Der Server ist sogar jetzt voll. Ich weiß nicht mehr, warum. Ja. Uff. Er hat hier nicht viel, aber was hat er denn hier? Silk Touch. Sorry, Freunde. Ja, das bringt mir auch nichts. Oh nein, was ist jetzt los? Okay, gut. Ja. Vielleicht eher nichts Interessantes dabei. Wahrscheinlich, jetzt habe ich das falsch geschrieben. Aber, ja, hier ist nichts Interessantes dabei, Freunde. Okay, bye. Oh, er schreibt einfach so random. Okay, bye. Okay, dann kommen wir jetzt ab. Das ist bei seinem Shop. Naja, egal. Dann, naja, müssen wir mal weitersuchen, Freunde. Lol. Slash, danke. Laulux, du bist ein Ehrenmann. Und ja. Wir suchen mal den nächsten, Freunde. Mal gucken, ob hier irgendeiner ist, der mal hier irgendwas verkauft, Freunde. Mal gucken. Und da sind wir beim nächsten, Freunde. Der nächste Premium-Spieler, nämlich der Luis22577. Hi, schreibt er. Mal gucken, was er jetzt hier hat. Slash PH Luis22577. Moin. So, ach meine Nase, Freunde, was ist denn das jetzt? Was habe ich jetzt eigentlich? Slash MSG. Luis. Zack. Oh, Freunde, was ist denn jetzt los? Slash MSG. That Luis. Hi. So, jetzt. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Nach diesem kleinen Hin und Her gerade. Glas. Großes Fleisch. Nichts Interessantes hier gerade. Kasse. Oh nein. Das sind alles so komische Shops hier, Freunde. Also nichts gegen die Leute, ne? Vielleicht sind die, ne? Haftbarer Kolben, Redstone, auch wieder nichts so Interessantes bei. Vielleicht Spende. Mal gucken, ich werf mal hier den Goldapfel rein. So, zack. Naruto, beste Freunde. Stopp. Okay. 200. Er hat hier nichts groß, Freunde. Das ist der nächste, der hier kann. Freunde, was ist denn hier los mit den Shops auf CB1? Hä? Uff. Okay, Freunde, ich glaube, wir suchen uns den nächsten Shop mal raus. Oh je. Yeah. Warte. Hier ist noch was. Ein Kopf gleich. Ein K. Okay. Ab Shop Kopf. Okay, dann gehen wir gleich mal hin. Herzlich willkommen zu meinem Shop. Also. Slash nichts Interessantes dabei. Sorry. Das ist blöd, Freunde. Aber okay, dann suchen wir uns zum nächsten und ja. Mal gucken. Und da sind wir beim nächsten, Freunde. Dem nächsten Shop. Und wieder. Okay, gut. Okay. Das könnte. Nee, das ist wieder so ein kleiner Shop, so wie es aussieht. Ja. Das ist. Freunde, was ist denn los auf CB1? Wo sind denn die ganzen Shops hin? Hä? Okay. Freunde, und wieder mal ein. Ja.
wenn ich nicht da bin. Ja, Freunde, das ist der dritte Shop bisher, der nicht wirklich interessant für mich ist. Einen Versuch haben wir noch. Oder, ja, versuchen wir noch. Ich wiederhole mich gerade, Freunde, sorry. Und ja, zur Not gebe ich es einfach auf, Freunde, denn hat CBA jetzt heute einfach gar keine guten Shops. Das ist irgendwie traurig, über 200 Leute und einfach keine guten Shops bisher. Es ist, wie gesagt, nichts gegen die Leute da mit den Shops, ne, aber das ist für mich nichts Interessantes dabei bisher. Ja, gut, dann bis gleich erneut. Eine Ewigkeit später. Freunde, und damit werde ich das Video auch beenden mit einem, ja, PH-Fallen-Typen. Ja, mal wieder gescannt, Freunde. Ist ja super, Alter. /R, dreckiger Scammer. Ah, er ist vor. Freunde, er ist sogar offline gegangen, der Typ. Vielleicht ist hier oben noch irgendwo das zu sehen. Genau hier, hier war es eben kurz zu sehen. Da, der Typ, der Game Master S0B, hat eine PH-Falle. Super, Freunde. Ich beende mal dieses Video jetzt in der Stelle. Wie gesagt, Shops sind anscheinend Mangelware auf CB1 geworden. Ihr habt es gesehen. Keine Ahnung, ist wie gesagt nichts gegen die Leute, aber es sind einfach keine guten Shops da. Kann man nichts machen. Dann zum Abschluss mal wieder gescampt worden, Freunde. Es hatten wir natürlich so lange nicht mehr. Ein Video wurden wir mal nicht gescampt. Jetzt werden wir wieder gescampt, Freunde. Super. Ach, Freunde. Was soll man sagen? Immerhin wurden wir nur von unseren Items befreit, in dem Sinne gescampt um unsere Items und nicht um unser Geld. Immerhin etwas, Freunde. Und ja, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen kürzer ist mal wieder. Ich glaube, meine Videos werden in letzter Zeit immer kürzer, keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht, Freunde. Also der, wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob der Typ noch online ist. Slash Game. Der Typ ist einfach online, offline gegangen. Ne, Game Master, der ist online. Guck mal, dreckiger Scammer. /R, hab's aufgenommen. So, ich werde diesmal nicht die Fehler machen und meinen Namen nennen. Bei dem Typen auf jeden Fall kommt er nicht hin. Ich kann da nochmal hingehen. Ich kann es nochmal zeigen. Wie soll ich denn Geld machen? /R. Keiner hilft mir mehr. Wenn man scammt. Ich habe fast kein Geld. Wenn man scammt, braucht man keine Hilfe mehr. Warten. /R, gib. Das will ich mal. / gib meine Items bitte wieder. Wäre natürlich nett, wenn das machen würde, Freunde, und wenn nicht, haben wir wieder mal einen Scammer gehabt. Hab davon nicht gescampt. /R. Warum? Ich werde nur beleidigt. Ja, weil du scammst. Wenn ich jetzt hingehe, /PH. Game Master SBB, wieder PH-Falle, sag ich doch. PH-Falle, der Typ. Ach nee, hab davon nie gescammt. Ja. /R. Bis dahin. Scammer. So, mir ist es jetzt auch egal, Freunde. Scam muss man nicht. Man kann fair und alles machen. Wie gesagt, das ist mir, wie gesagt, keine Ahnung, ich werde das Video jetzt auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Freunde, es hat gerade zu lange in die Länge gezogen. Und ja. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Haut rein. Und dann ciao. Leute.